Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen parapsychologischen Gerätevideo. Ja, wir holen ja noch momentan ein paar Sachen nach, die wir schon in dem ein oder anderen Video verwendet haben. Ein paar Methoden, ein paar Geräte. Aber wo noch die Erklärung fehlt, wir hatten ja letztens den Bubadi gehabt. Und jetzt kommen wir zu etwas, ich sag mal, sehr klassischen, die Transkommunikation mit den Lettern. Also Transkommunikation ist ja immer die Kommunikation mit einer anderen Seite. Nach alter Sprache, jenseits, nach neuer Sprache, Quantendimension, je nachdem, was man möchte, alles dazwischen wäre auch denkbar. Also sprich immer der Versuch, eine Kommunikation aufzubauen, die nicht über die herkömmliche Kommunikation reicht, also sprich sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken, sondern die halt eine Kommunikation durch irgendeine andere Sache, geteilt, Zeit, geteilter Raum, was auch immer in der Richtung funktioniert. Da gibt es verschiedene Sachen. EVPs kennen wir in der Regel, haben wir schon gemacht. Wir haben die Ghostbox schon vorgestellt oder auch Spiritbox. Da gibt es feine, kleine, aber theoretisch nicht so wirklich wichtige Unterschiede. Klopfen an der Tür zum Beispiel in der Hoffnung, dass ein Klopfen zurückkommt, gehört auch dazu. Also alles, was dazu führt oder dazu führen soll, dass wir Kommunikation mit einer etwaigen Entität aufbauen. Heute zeigen wir euch halt die Kommunikation mit Letterstein. Eine sehr coole Kommunikationsart, weil sie sehr einfach ist. Allerdings ist sie sehr komplex. Es gibt zwei Arten davon. Beide möchten wir euch gerne zeigen. So, das ist der klassische Aufbau. Ich habe jetzt natürlich nicht alle rausgeholt. Erstens wollen wir es nur zeigen, zweitens ist das ein bisschen too much. Und zwar ist das für Langzeitaufbau, also für mehrere Stunden bis Tage oder auch Wochen und Jahre. Einfach Buchstaben. Man kann natürlich auch Papier nehmen. Problem ist, Papier wird schnell weggeweht, lässt sich zu leicht beeinflussen, um zu sagen, dass das nicht Zufall war. Und, ups, sie hat sich eigentlich umgedreht, zack. Das Einfachste sind Holzsteine. Ja, wie ihr seht, das sind die Ziffern drunter, das sind im Prinzip sowas wie Ersatzsteine von Scrabble. Die Ziffern haben nichts zu bedeuten, es geht um die Buchstaben selbst. Und der Gedanke ist halt, dass Geister in der Lage sind, halt manchmal, wenn sie genug Energie haben, Sachen zu bewegen und dann aus den Buchstaben halt Worte zu formen. Das sehe ich. Ich schaue mal, kann man gerade hier was sehen. Ja geht nicht, nein geht nicht. Habe ich jetzt gerade nicht die passenden Buchstaben rausgesucht für. Ich habe jetzt einfach genommen, was kam. Aber vielleicht könnte man irgendeinen Namen machen. Hier zum Beispiel Eva. Wichtig ist natürlich, dass man einen kontrollierten Aufbau hat. Also, dass man das aktiv filmt oder wenigstens zu Beginn und zu Ende ein Foto macht, um zu sehen, ob sich was verändert hat. Jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Die zweite Variante ist eher eine aktive Sache, und zwar mit Letterwürfeln. Ist halt für die aktive Kommunikation. Ich kriege momentan nicht alle in einer Hand. Normalerweise hat man halt auch zwei Hände frei, nimmt diesen zwei Händen. Deswegen schauen wir, wie viel ich in die Hand überhaupt kriege. Ein paar legen wir weg, machen wir so, das ist ja nur exemplarisch. So. Ja. Okay, das sollte wohl gehen. Im Prinzip ist es halt so, man stellt Fragen und hofft, dass da Antworten kommen. Also ein Beispiel, wie heißt du? Dann würfelt man und schaut, ob hier irgendwas Sinnvolles bei rausgekommen ist. Schauen wir mal, J-A-B, Vokal haben wir nur zwei A's. Könnte man Hanna vielleicht draus machen? Han? Nö. Ich schau gerade, wie gesagt, ob man was machen kann. Ich sehe jetzt gerade tatsächlich nichts. Allerdings erwarten wir nicht so können. Natürlich, was immer einfach ist, gerade im Deutschen ist ja, im Englischen yes wäre zum Beispiel schwerer, eine Ja-Nein-Frage. Deswegen, bei Ja-Nein-Fragen muss man hier auch besonders kritisch sein. Ich erkläre euch aber gleich noch dazu was. Das hat natürlich alles seinen Vor- und Nachteil. So, schauen wir mal. So, das ist toll. Vokale haben wir ASO. Kann man wirklich auch nicht viel machen. Kau. So. Machen wir noch einen Trinnversuch. Also in der Hoffnung, dass vielleicht ein Name kommt. Man kann natürlich auch alle möglichen Fragen stellen. Man könnte auch fragen, was ist deine Todesart zum Beispiel oder wo bist du? Und ich suche halt immer, huch, das war ein E. Erstmal nach Vokalen, weil die ja die wichtigsten Markenwurzeln. Wir haben hier tatsächlich noch ein E, da kann man also auch nicht viel machen. Könnt ihr Hex machen, was auch immer das sein soll. Ja, sehe gerade tatsächlich nicht viel. Ja, zu dieser Methode. Die ist natürlich hochgradig subjektiv. Da müssen wir nicht drüber reden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier was rauskommt, wirklich eine Kommunikation mit einem Geist ist. Aber man muss hier ein bisschen auch nach Zufallsfunden schauen. Also
wenn man zum Beispiel schon rausgefunden hat, dass hier wahrscheinlich ein Geist umgehen soll, der, ich weiß nicht, Fred heißt, und man wirft die Steine und fragt nach Namen und da kommt wirklich Fred raus, die Chance ist halt statistisch nicht allzu wahrscheinlich. Ein Würfel hat 6 Seiten, selbst wenn man jetzt halt mal sagt, wir nehmen Würfel, die jeder einen der Buchstaben drauf hat. Darauf muss man nebenbei auch immer achten, dass man natürlich genug Würfel mit allen entsprechenden Buchstaben hat, dass man die häufigen Buchstaben 2- bis 3-mal hat und die nicht häufigen wenigstens einmal drin, weil sonst ist es totaler Quatsch. Dann ist die Chance halt nicht allzu hoch, dass Fred dabei rauskommt. Das ist dann halt 1/6 hoch 4, also 36, 180, 216, 1296, also 1 zu 1296. Und man muss dann aber, wenn man wissenschaftlich arbeiten will, mit Kontrollfragen arbeiten. Also 2-3 Fragen noch dazwischen schieben und dann nochmal fragen, wie heißt du. Und wenn dann nochmal Fred rauskommt, da hat man in dem Fall 1296 zum Quadrat als Wahrscheinlichkeit, also 1 durch, dann erhöht also dann sehr stark die Wahrscheinlichkeit. Der Gedanke dahinter ist, dass Geister in der Lage sind, den Würfelwurf zu manipulieren. Das klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen komisch, ist aber eigentlich nicht viel anders, als wenn man sagt, alles klar, beim Ghostbox, das swipet man durch verschiedenste Soundkanäle, durch Radiofrequenzen und ein Geist ist in der Lage, diese Frequenz zu manipulieren. Also es ist genau dasselbe, nur dass hier halt keine Soundfrequenz, sondern eine physikalische Bewegung moduliert wird. Es gibt dazu keine sinnvollen Experimente. Ich kann nicht sagen, ob es funktioniert. Wir testen das deswegen mit, wir nehmen das auf. Es ist ja nicht nur unser Ziel, Entitäten zu finden, zu erkennen, zu verstehen, sondern auch die Methodik dahinter zu etablieren, zu bearbeiten. Und deswegen testen wir das ab und an. Persönlich halte ich es halt, wie gesagt, energetisch für sehr schwer, nicht unmöglich. Was krass natürlich wäre, ist, wenn man einen Würfelwurf macht, in den die Würfel fallen und auf einmal bewegen die sich dann und bilden selbst den Namen. Das ist natürlich dann eindeutig, aber solange man jetzt nicht gerade eine krasse Energie hat wie ein Poltergeist oder wirklich eine starke Entität, die gerade sehr aktiv ist, wird das wohl nicht passieren. Ja, viel mehr gibt es zu der Methodik eigentlich nicht zu sagen. Kann man relativ gefahrlos machen, ist eine Transkommunikation ohne große Gefahr. Kann jeder probieren. Und wir schauen halt ab und an mal, ob das was bringt. Seht ihr auch in den Videos, allerdings dann erst so, ich schätze mal, ab Mitte 2025. Da dürften die kommen, wo wir das erste Mal gemacht haben. Bin mir nicht 100% sicher. Und ansonsten sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, es war schön. Gerne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nicht vergessen, Like da lassen, Abo da lassen, falls noch nicht geschehen, und weiterempfehlen. Jeder, der bei uns hier beitritt, der uns hilft und liked, hilft uns natürlich auch weiter. Weil umso bekannter wir natürlich werden, desto höher ist die Chance, dass die Parapsychologie sich auch richtig etabliert, dass mal wissenschaftliche Grundsätze angenommen werden, dass hier Lug von Trug ein bisschen unterschieden wird und endlich mal richtig wissenschaftlich gearbeitet wird. Nicht nur von uns, sondern auch von anderen. Und natürlich, dass das den Leuten auch bekannt gemacht wird. Und viele der Vorteile, die immer noch anhaften sind, ja, einfach entgegenzuwirken. Aber das geht jetzt schon wieder in das Thema Wissenschaftsphilosophie fast schon rein. Wir wollten ja eigentlich über die Lettersteine sprechen, das haben wir gemacht. Damit sind wir auch fertig. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.